Hallo Leute und willkommen zurück zu einem weiteren Part von Final Fantasy X in HD. Yeah, gute Qualität. Und zwar richtig gute Qualität, also die haben wirklich geil dran gearbeitet, muss man sagen. Und hier kann man Albed-Lexikas aus einem früheren Spielstand holen. Das heißt, hätte ich alle Albed-Lexikas in einem anderen Spielstand, dann hätte ich jetzt wirklich die komplette Sprache. Das heißt, man könnte von Anfang an verstehen, was sie sagen. Bevor man Albeds trifft, kann man sogar kombinieren. Okay, hier können wir speichern. Habe ich nicht gemacht, mache ich mal eben. Ich habe schon das Gefühl gehabt, das Schallspiel stottert oder so. Ah, naja. Was gibt's hier? Das Tutorial-Ding, ne? Lernprogramm, Monster-Infos, Bomber. Ich wollte jetzt nicht. Ja. Bläst sich nach 3 Attacken auf. Warte mal. Dann kämpfe ich den doch einfach. Wah! Und explodiert danach. Vielleicht bringt das ja was. Vielleicht kriegen wir was Schönes dafür, wenn wir es machen. Oren, gute Arbeit. Next. Und jetzt Lulu. Ice, Ice, Baby. Ding explodiert, wenn es nicht stirbt. Es gibt auch stärkere Bomber. Die heißen ein Reaktor oder so. Sorry Leute, aber ich glaube, irgendwas stimmt mit der Aufnahme nicht. Weil es hört sich so ein bisschen komisch an. Okay, ich überprüf das mal kurz. Bis gleich. So, Leute, ich hoffe, das Problem ist jetzt behoben. Ich habe noch mal kurz das Aufnahmegerät neu gestartet. Weil ich weiß echt nicht, woher dieses scheiß Problem kommt. Und wo ist schon wieder mein scheiß Controller? Ich verleg den ständig. Ah, da. Natürlich auf der PS3 ziemlich gut getarnt. Oh ja. Wird auch langsam Zeit, dass ich für eine PS4 spare. I've heard that the proprietor, Mr. Rin, is in Albed. But I was very relieved to find that he keeps nothing sacrilegious here. Ah ja, die Albeds halten diesen Laden. Ach, deswegen gibt's hier so kleine Probleme mit Waka. That sunset was different from the one I saw in Killica. It was quiet, almost gentle. What you up to? Pretty. Sure is. I wish I could live in a place like this. Peaceful. Living with a smile on my face every day. You can, once you beat Sin, right? But then, a new Sin will be born anyway. Well, then you can just beat it again. I wish I could. Hey, you can! Trust me, you are the best summoner out there. Yuna,
Why does sin always come back? Sin is our punishment for our vanity. And it will not go away until we've atoned. How do we do that? What did we do that was so bad in the first place? Ah, was it using lots of machina or something? Oh, wait, was that such a bad thing, really? It's funny. Ever since I was young, I never questioned it. But now that you ask me if it is that bad or not, I don't know. There are so many things I don't know. Well, then we're the same. Oh, such thinking is very unbecoming of a summoner. Sound like Micah? That's not very nice, you know. You know, during a game, you have to think of Blitz and nothing else, you know? Okay. You can't think, that's a cute girl in the fifth seat from the right. And you can't be thinking about where you're gonna go on that date, because the minute you do, that's when you lose. You see, Yuna, what I mean is, you really shouldn't worry, you know? After we beat Sin, that's when you can worry about the future. I guess. But Yuna, how are you supposed to beat something big like that? The final summoning. It's the only way to defeat Sin. The only way. With it, we can call the final Aeon. That's the goal of the pilgrimage. The faith of the final summoning lies waiting in the far north to greet summoners that complete their pilgrimage. At the world's edge, in Xanarkand. In Xanarkand? She means the ruins of a city destroyed 1,000 years ago. You sure it's ruins? That's what I've heard. You'll see it for yourself soon enough. Yuna, come back inside. You will go with us to Xanarkand? Yeah, I'll go. I'll go to Xanarkand. To see it with my own eyes. I knew it couldn't be my Xanarkin, but I had to make sure. So, dann hatten wir jetzt so ein langes Gespräch mit Yuna. Bist du eine Garde? Das hilft sicherlich. Yeah, unser erster Sphero-Pass. Bedienungsanleitung ist schon auf dem Sphero-Monitor schon gesehen. Ja. Dann ist ja alles im Butter. Okay, ich hab's nicht gelesen, aber hinterher sagt er mir, ich soll da hingehen und naja. Auf jeden Fall, mit dem können wir unser Sphero-Dingens da
Auf dem Ferobrett können wir die ganzen Pässe einlösen und dann andere Wege einschlagen. Die einzigen, die mich wirklich interessieren, sind die Level 3 und Level 4. Weil die Level 1 und Level 2, die kann man, glaube ich, umgehen. Es sind nur Abkürzungen. Apropos Sphero-Brett und Sphero-Pässe. Ach nee, ich warte noch. Bis wir wieder einen Endboss hatten. Endboss schaffen wir mit den Werten auch. So, dann gehen wir wieder raus. Wow! Binta-san. Sorry? Ah, forgive me, sir. I meant to say pardon me, but it came out in Albed. Oh, you're in Albed. Mm-hmm. I am Rin, owner of this establishment. Hello, Dusadwi. Huh? It means nice to meet you. Ah, well, heli do sad we to you too. Mm-hmm. If you are interested, Albed primers can be found all over Spira. Finding them and learning our language might be fun. Here, let me give you one in commemoration of our meeting. Although you might want to be careful where you speak our language. Yeah, I hear Albed aren't liked much. sorry. A Deki Krisa. Ah! Someone help! The chocobos! That's our cue. Let's go. Huh? Oh, thank you for your help. Please, use this. Huh? To the Chocobo Corral. Okay, ich glaube, der Schokobo-Fresser ist da. Ich glaube, wir können ruhig mal mit ein bisschen Ekstase anfangen. Aber ich bin diesmal nicht so überstürzt. Nein. Jawohl. Hat funktioniert. Bam. Au. Wacker haben wir das Angriffstee bekommen. Zwei Hit. Ein Hit. Zwei Hit. Jawohl. Komm. Jetzt Aura Tradition Seisma. So, super. Bam. Hat auch nicht viel gebracht, finde ich. Dann machen wir jetzt Kimaris. Ich glaube, der ist gegen Feuer empfindlich, also Flammen. Ja, es hat viel Damage gemacht. Wow. So, we're to be pushed off a cliff. Lulu. Feuer. Okay, dafür hole ich Yuna. Und Gronkh!
Gronks Auftritt in Final Fantasy X HD. Und jetzt zeig, was du drauf hast! Und gleich machen wir Inferno. Oh, der hat danach. Aber der kann uns nicht von der Klippe stoßen jetzt, weil wir Bestia sind, glaube ich. Wow, das muss aber richtig viel Damage geben. Weil der auch noch auf dem Rücken liegt. Aber was für eine Attacke. Und, oh, was wird das? Eieiei. Wir haben ihn zurückgestoßen. Vielleicht bist du dran. Dann opfere ich halt meinen Gronk. Indem ich ihn einfach wieder auf den Boden der Tatsachen hole, den Gegner. Ich hoffe, es gefällt ihm. Zweimal diese Attacke zu machen. Schon genial. Vielleicht haben wir ihn jetzt wieder auf Boden. Ja. Ah, vielleicht steht er wieder auf. Ja, er steht wieder auf. Er haut unseren Gronk auch noch nieder. Ah, oh, da geht er zu Boden. Schade. Naja. Aber Lulu kann, glaube ich, mit Feuer den auf den Boden schmeißen. Nee? Ah! Oren! Du hast eine Wucht in deinem Schlag. Mach mal was. Abbrecher oder so, jo, genau. Was könnte man noch... Wen könnte man noch sehen? Nee, da! Hau ihn um! Was kann Lulu? Wut. Feuerwut. Was muss ich dafür machen? Ich muss doch ja irgendwas... Drei, drei, vier, fünf, sechs, sieben... Jawohl! Alter! Ich hab grad ein bisschen Schiss. Scheiße. Wie kriegen wir den zurück? Also, dass er... Na gut, der ist vielleicht nicht der beste Kraftbrecher. Feuer. Schokogummi heißt er sogar. Nein! On you. Give me a break. I just woke up. Like you did much. It was your idea to fight that thing. If you're always so groggy, just stay awake. Yeah, right. Thanks for the tip. Thank you.
Können wir das Monster jetzt nochmal herausfordern? Wenn nicht, wäre ja scheiße. Wo sind wir denn jetzt? Ich lade den Spielstand und wir sehen uns beim Kampf halt nochmal wieder. Denn ich gebe mich mit dieser Niederlage nicht zufrieden. Ich werde mein Sphärobrett aufbessern und wir sehen uns im nächsten Part dann einfach wieder. Also bis zum nächsten Mal. Bye bye, euer Zveneta.